Hallo, mein Name ist Christian Freisleben, Fachhochschule St. Pölten. Ich bin gemeinsam mit der fantastischen Iris, die jetzt hier bei mir ist, im Organisationskomitee von der Konferenz Inverted Classroom and Beyond, die am 23. und 24. Februar online stattfinden wird. Anmeldung ist ab sofort kostenlos möglich. Kommt zuhauf. So, Iris, sag was zu dir bitte. Ja, ich bin Iris Neiske. Ich arbeite an der Universität Paderborn in der Hochschuldidaktik und bin da für den Bereich E-Learning zuständig und unter anderem für das E-Tutorinnen-Programm, wo Studierende ja E-Learning kennenlernen und Multiplikatoren für E-Learning werden. Was passiert denn in diesem Programm? In dem Programm gibt es fünf verschiedene Themenbereiche und ganz viele einzelne kleine Module, wo sich Studierende die Module zum Teil auch so ein bisschen aussuchen können, was sie machen. Das heißt, sie kriegen ein Modul E-Learning Grundlagen, sie kriegen dann ganz viele einzelne Module angeboten zu Moodle. Also bei uns in Paderborn heißt Moodle Panda, aber grundsätzlich ist es eine Moodle-Plattform. Es gibt Module zum Bereich Mediendidaktik, es gibt Module zum Bereich Audio-Video-Verarbeitung. Also im Endeffekt sollen die Studierenden, die durch dieses Programm durchlaufen, fit werden für E-Learning und zwar so, dass sie wirklich Lehrende unterstützen können, E-Learning einzuführen. Oder wenn es Lehramtsstudierende sind, dass sie halt nachher fit sind, E-Learning tatsächlich in der Schule auch einzusetzen. Und wie notwendig das ist, sieht man ja gerade jetzt, obwohl das Programm gibt es halt schon seit vielen, vielen Jahren. Ich bin selbst seit 2015 dafür zuständig. Okay, und diese Ausbildung dieser E-Tutoren und E-Tutorinnen, gibt es da ein Konzept, ein inhaltliches dafür? Natürlich, es gibt sozusagen für jedes einzelne Modul ein inhaltliches Konzept. Das Besondere ist jetzt, dass wir, nachdem wir es jetzt modularisiert haben, es auch komplett auf ein Inverted Classroom-Konzept umgestellt haben. Aha. Das bedeutet, wir haben eigentlich bei jedem kleinen Schulungsmodul halt im Vorfeld eine Selbstlernphase mit Videos, mit Aufgaben, die erarbeitet werden, haben dann ein Treffen. Meistens ein Online-Treffen, im Moment ja sowieso Online-Treffen, wo wir dann einfach nochmal Fragen beantworten, wo wir nochmal ein Fallbeispiel durchgehen, wo wir uns die Ergebnisse angucken, die die Studierenden selber schon erarbeitet haben und wo wir dann natürlich die Präsenzzeit, die wir haben, intensiv zum Austausch und zur Weiterarbeit nutzen. Okay, und hat sich diese Vorgangsweise bewährt? Also, die Modularisierung, würde ich sagen, hat sich jetzt auf jeden Fall bewährt. Wir haben die Modularisierung jetzt erst eingeführt. Also jetzt heißt im September 2020, denn vorher lief das E-Tutoren-Projekt als QPL gefördertes Projekt. Da hatten wir dann einfach so Blockschulung und durch die Modularisierung und wir haben jetzt auch noch einen kleineren Abschluss daneben gestellt. Also man kann halt jetzt entweder E-Tutorin werden oder E-SHK. Wir haben auch so einen kleinen Flyer in Papierform noch. Haben wir einfach wesentlich mehr, die sich dafür anmelden, weil das Programm einfach entsprechend flexibler geworden ist. Also von daher erreichen wir einfach mehr Studierende, denn vorher hatten wir so eine Blockschulung, wo wir 3,5 Wochen en bloc, ganz viel natürlich auch online geschult haben, aber für viele war das einfach schwierig einzurichten oder viele haben gesagt, naja gut, das ist schön als Programm. Es gibt dafür 6 ECTS, aber dafür ist es natürlich auch sehr umfangreich. Und von daher haben wir dem Ganzen jetzt so ein kleines Geschwisterkind mit der ESHK, mit dem ESHK-Zertifikat daneben gestellt. Und dadurch wird es scheinbar für viele attraktiver. Also ich habe jetzt für dieses Semester dreimal so viele Anmeldungen, obwohl wir jetzt gerade Stand Dezember haben und das Semester noch gar nicht abgeschlossen ist, wie ich in den Vorjahren hatte. Und die Vorgangsweise mit Inverted? Was meinst du mit der Vorgangsweise? Funktioniert oder haut hin oder ist so, wie ihr euch das gedacht habt, dass das da die Effekte entstehen dadurch? Also im Großen und Ganzen funktioniert es, wobei wir haben natürlich auch immer mal wieder die Situation. Gestern habe ich zum Beispiel einen Präsenzworkshop gegeben oder wir haben uns in der Online-Präsenz getroffen, dass von denjenigen, die da war, dann irgendwie ein, zwei gesagt haben, ich habe das gar nicht gesehen, beziehungsweise ich bin gar nicht dazu gekommen, ne, Wochenende und ich habe jetzt gerade zu viel andere Sachen um die Ohren.
Das heißt, manchmal haben wir natürlich das gleiche Problem, was man häufig bei Flipped Classroom, Inverted Classroom hat, dass die Studierenden halt einfach unvorbereitet reinkommen. Die nehmen dann logischerweise einfach weniger von dieser Präsenzsitzung mit und ja, nacharbeiten müssen sie es auch. Denn wir haben das tatsächlich so, dass es bei jedem Modul so eine kleine Aufgabe gibt, die selbstständig gelöst werden muss. Und die gucken wir uns dann halt an. Also zum Teil gucke ich die in der Präsenz direkt an, in dieser Synchronsitzung, dass ich halt in die entsprechenden Moodle-Kurse reinschalte und dann halt direkt sage, hey, ne, das hast du zum Peer-Feedback super gelöst, aber hier an der Stelle könntest du doch vielleicht nochmal ja, einen anderen Beurteilungskatalog hinterlegen, eine neue Skala hinterlegen. Also solche Sachen zeigen wir direkt in der Präsenz und sicherlich nehmen diejenigen von der Synchronpräsenz, also wie gesagt, wir machen es eigentlich im Moment als Online-Präsenzen oder Online-Synchronveranstaltungen, nehmen logischerweise mehr mit, die sich gut vorbereitet haben. Die anderen müssen es aber trotzdem nacharbeiten, denn um das Modul jeweils zu bestehen, muss halt jeder diesen Aufgabenzettel abarbeiten. Okay. Gut. Und danach sind Sie dann als Tutoren und Tutorinnen im Einsatz, also eigentlich auch ein Beitrag dazu, dass sowas wie Inverted Classroom überhaupt funktionieren kann, oder? Ja, die meisten kommen tatsächlich schon zu uns und haben schon eine Anstellung als studentische Hilfskraft hier an der Universität Paderborn und helfen dann einfach Lehrende, E-Learning besser vorzubereiten und besser einzusetzen, ne? Das heißt, häufig kommen die auch einfach mit neuen Ideen rein. Wie gesagt, wir haben das E-Tutoren-Programm schon sehr lange hier an der Universität Paderborn und wir haben dann auch regelmäßig Lehrende, die sagen, hier, ich kann nichts im Bereich E-Learning. Ich bin einfach Einsteigerin, Einsteiger in der Lehre. Ich brauche jemanden, der mir ein bisschen helfen kann. Und die nehmen natürlich sehr dankbar dann so eine E-Tutor oder eine E-Tutorin, die entsprechend hilft, die die Moodle-Kurse vorbereitet, aber die vielleicht auch einfach nochmal Tipps gibt und sagt, naja, wir können ja vielleicht auch einfach mal so ein Live-Voting in der Präsenzveranstaltung machen oder auch in der Zoom-Konferenz kann man das ja wunderschön machen, dass man mit Pingo oder mit Answer Garden oder wie die ganzen Tools heißen, Tweetback, nochmal die Präsenz oder also wie gesagt, die synchrone Veranstaltung einfach auflockert. Ja, aber das heißt, eigentlich sind wir da ja bei einem der Gelingensbedingungen auf nachhaltiger, langfristiger Art und Weise, nicht, dass so eine Unterstützung von Lehrenden einfach ganz wichtig ist, wenn ich eine qualitativ hochstehende Lehre erreichen will. Ne? Genau, das war eins der Ziele, weshalb wir das E-Tutoren-Programm hier eingeführt haben, dass wir einfach gesagt haben, wir haben zwar eingeführt wurde das 2000, ich glaube 12 mit dem Qualitätspakt Lehre 1, dass wir gesagt haben, ja, es gibt schon wahnsinnig viele Lehrende, die unsere Lernplattform nutzen, aber gerade in der Anfangsphase wurde das eher so als PDF-Datenfriedhof benutzt oder als Materialschleuder, wie es auch immer so schön heißt. Und mittlerweile stellen wir einfach fest, dass wirklich dann auch viele Funktionen genutzt werden. Wie gesagt, in Moodle die Tests, die gegenseitige Beurteilung, ein Etherpad zur gemeinsamen Bearbeitung. Also es gibt einfach wahnsinnig viele schöne Möglichkeiten, gemeinsam kollaborativ zu arbeiten oder auch kooperativ mit dem Wiki. Und dadurch, dass die E-Tutoren das in ihrer Ausbildung alles live erleben und auch schon mal selbst umgesetzt haben, haben die definitiv die Berührungsängste schon verloren. Cool, dann freuen wir uns auf deinen Beitrag bei der Konferenz und wie gesagt, 23. 24. Februar. Februar. Warte mal, hold the line, please. Nur, dass ich jetzt da kein Blödsinn sage bei meinem Abschluss. Ja. Und so freuen wir uns wirklich sehr auf den Beitrag am 23. und 24. Februar bei der Konferenz Inverted Classroom and Beyond. Jetzt kostenlos anmelden. Bis dann. Baba.